Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Halleluja, wir feiern Ostern. Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten. Er lebt, Halleluja. Grüßen wir ihn, den auferstandenen Herrn, in unserer Mitte. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolossä. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Unser Paschalam ist geopfert, Christus. So lasst uns Festmahl feiern im Herrn. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wusste noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder,
Wenn das jetzt praktisch möglich wäre, dann würde ich gerne sagen, kommen Sie einmal nach vorne zu mir an den Ambo und ich zeige Ihnen in dem Evangelienbuch, auf dem ich eben das Evangelium zwar aus dem Großen, aber es ist der gleiche Text auch wie hier in unserem Lektionar drinsteht, über das eine Wort, was über den Texten steht und über das ich immer wieder den Kopf schütteln muss. Denn das eine Wort, was darüber steht, heißt Kurzfassung. Immer wieder steht da vor den jeweiligen Evangelien das Wort Kurzfassung. Und es gibt auch eine Langfassung. Und die Kurzfassung wäre heute gewesen, nur den ersten Teil des johannäischen Osterevangeliums, nämlich nur die Besichtigung des leeren Grabes der beiden Jünger, Simon, Petrus und Johannes. Und diese Kurzfassung des Osterevangeliums hätte dann geendet mit dem, ich möchte es einmal sagen, Nichtsagenden, dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Und so wie man von einem Spaziergang vielleicht bei schönem Wetter jetzt am Ostersonntag oder von einem Tantenbesuch, den man heute macht, solange es möglich ist, wieder nach Hause geht. Sonst nichtssagend endet eben diese Kurzfassung, eine halbe Fassung des Osterevangeliums. Nein, unbedingt gehört der zweite Teil dazu, so wie wir ihn auch gehört haben, wie ich ihn eben Ihnen vorgelesen habe. Diesen zweiten Teil mit dieser Maria und dem, was sie erlebt hat. Johannes hat gewusst, warum beides so wichtig ist und warum er auch beides verbindet in seinem Evangelium und warum er das so getan hat, darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Doch zunächst bleiben wir einen Augenblick noch bei diesem ersten Teil, die sogenannte Grabbesichtigung der beiden Jünger. Manchmal wird es auch in den Predigten ausgelegt, dass die beiden ein Wettrennen veranstalten und Johannes kommt als Erster ans Grab, er lässt aber dem ersten Apostel Petrus den Vorrang, indem dieser als Erster ins Grab hineingeht. Diese Grabbesichtigung der Männer, denn ein Gutes hat dieser erste Teil schon, auch wenn das von den Predigern meist verschwiegen wird, nämlich der erste Teil kann uns das nehmen, was das sogenannte leere Grab für so gründlich manchmal ausgelegt wird und was wir auch gerne vielleicht als Hauptthema dieses Evangeliums sehen. Wie oft wird so getan, als sei das leere Grab der eigentliche und der einzigste Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ein übertriebenes Interesse, wenn man es so betrachtet. Ich erinnere mich an eine sehr hitzige Fernsehdiskussion vor einigen Jahren, es ist schon wirklich einige Jahre her, vor einem Millionenpublikum, es wurde auch viel in Zeitungen darüber geschrieben, zwischen dem Kurienkardinal Bischof Walter Kasper und dem Paderborner Theologen Eugen Trevermann. Sie erinnern sich an diesen Namen. Er ist ganz still geworden, dieser Professor. Und als diese Diskussion vor dem Fernsehen gezeigt wird, sehe ich noch heute den Zeigefinger des Bischofs auf der Brust des Professors Trevermann, wo er ihn fragt, sagen Sie es mir jetzt richtig, war das Grab Jesu an Ostern leer oder war es nicht leer? Und der Gefragte versuchte dann zu erklären, dass die Auferstehung doch wohl ein innerer Vorgang sei und nicht von einem leeren Grab abhinge. Aber der Bischof wiederholte permanent und penetrant seine Frage nach dem faktisch leeren Grab Jesu damals in Jerusalem. Was sagt das Johannesevangelium heute dazu? Ja, doch eindeutig und sonnenklar, das leere Grab Jesu bewirkt gar nichts.
und hat auch mit der Auferstehung Jesu nichts Entscheidendes zu tun. Denn es heißt ja hier, dann kehrten sie nach Hause, die Jünger, zurück. So als wäre nichts passiert. Es ist mit ihnen nichts passiert. So wie nach einem Spaziergang man eben wieder nach Hause geht, so wie man von einem Tantenbesuch wieder nach Hause geht. Stellen wir uns vor, beide Apostel, Simon Petrus und Johannes, sie sehen mit eigenen Augen das leere Grab Jesu, Leinenbinden, das Schweißtuch. Aber Jesus ist nicht im Grab. Und was bewirkt das? Gar nichts. Sie sehen ihn nicht und sie gehen wieder nach Hause so, als wäre nichts gewesen. Denn, so heißt es im Evangelium, und das dürfen wir nicht überlesen, sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Aha, das will Johannes in diesem ersten Teil sagen. Die Auferstehung Jesu aus dem Tod, die musst du aus der gesamten Glaubensspalte, aus der ganzen Glaubenspalette, aus der ganzen Glaubensgeschichte heraus, eben aus der Heiligen Schrift lernen. Und du kannst nicht meinen, eine Besichtigung eines leeren Grabes, das brächte irgendetwas. Die Glaubensgeschichte der Bibel, in die musst du einsteigen. Nicht in ein leeres Grab. Ganz abgesehen davon, und ich sage das häufig, weil ich ein wirklich häufiger Teilnehmer bei Beerdigungen ja bin, ich bin froh, dass die zugeschütteten Gräber zu bleiben. Mir würde es grausen, wenn man sie öffnen würde und wenn sie uns dann in einen Horrorbereich bringen würden, und das wollen wir wohl alle nicht. Aber nun zum zweiten Teil des Evangeliums. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Welch ein Unterschied! Welch ein Unterschied zu diesem ersten Teil des Osterevangeliums! Und ich werde das noch einmal nachher betonen müssen. Eine Frau mit dem Namen Maria heißt sie. Sie weint, sie ist eine suchende und eine sehnsüchtige Frau. Eine Frau, die auch in die Grabkammer hineinschaut, aber sie sieht kein Schweißtuch, sie sieht keine Leinenbinden dort liegen. Und schon wieder sage ich, welch ein Unterschied zu vorhin. Sondern sie sieht zwei Engel in weißen Gewändern da sitzen und die sprechen zu ihr und sie fragen sie nach dem Grund ihres Weinens, nach dem Grund ihrer Sehnsucht. Und sie kann aussprechen, was sie im Innersten ihres Herzens bewegt. Und dann diese großartige, geheimnisvolle Szene, die doch so eindeutig ist, dass sie sich umwendet, also weg vom leeren Grab, und dass sie da jemanden sieht, ein noch Unbekannter. Sie meint, es sei der Gärtner. Und auch der fragt sie, was sie bewegt. Und schließlich wieder ein einziges Wort, bedenken wir ein einziges Wort, wie das Leben verändert, ja die Welt verändert. Und bedenken wir dieses Wort, es heißt Maria. Nur dies eine Wort, der Unbekannte spricht Maria mit ihrem Namen an. Und in diesem Augenblick schlägt förmlich der Blitz ein, der Blitz des Glaubens, der Blitz des Wiedersehens, der Blitz des glücklichen Findens. Ja, du bist es, Rabuni, du, mein lieber Lehrer und Meister, du bist es. Und nun haben wir endlich das ganze johannäische Osterevangelium beisammen, das doch um Gottes Willen nicht verkürzt oder halbiert werden darf. Und es ist deutlich geworden, was der Evangelist Johannes sagen will. Erster Teil so nicht,
Zweiter Teil, nur so findest du zum Glauben an den Auferstandenen. Nämlich, und wir brauchen es nur noch zusammen zu fassen, Ostern findest du nicht beim Zeitungslesen, nicht bei den Tagesschauen, im Fernsehen, denn genau so meint Johannes den ersten Teil mit dem Wettlauf zum Grab, mit den sogenannten Fakten der Leinenbinden, des Schweißtuchs und des leeren Grabes. Geradezu sarkastisch ist des Evangelisten Fazit zu dieser Nachrichtenlage. Dann kehrten die Jünger nach Hause zurück. Nein, das bringt gar nichts. Sondern Ostern, das findest du nur in der personalen Begegnung. Und ich erinnere an die Adjektive, die ich dieser Maria von Magdala gegeben habe. Weinend, suchend, sehnsüchtig. Liegt jetzt der Unterschied, der von Johannes gewollte Unterschied für uns alle, die wir jetzt hier sind, auf der Hand? Ich glaube schon. Ostern findest du nicht außen, also unter Ausklammerung deines Lebens, deiner Existenz, sondern nur von innen, wenn du dein Leben, deine Existenz hier ins Spiel bringst. Das beste Beispiel dafür, und das ist zum Schluss ganz schnell gesagt, ist immer wieder meine Erfahrung aus Gesprächen mit Trauernden, wie aus dem äußeren Faktum des Todes und des Begräbnisses irgendwann und irgendwie eine Wende eintritt und die innere Sehnsucht nach dem Wiedersehen die Oberhand gewinnt. Und erst wenn diese innere Sehnsucht gewachsen ist, dann kann sich alles wenden. Und genau wie bei dieser Maria, so auch bei unserem Glauben an den auferstandenen Christus. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt ist zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Geben wir den Fürbitten am Ostersonntag einen persönlichen Charakter. Das will heißen, dass wir den persönlich ansprechen, den es doch allein geht, den lebendigen, den auferstandenen Christus von heute. Herr Jesus Christus, du Lebendiger, heute und in Ewigkeit, öffne unser Herz für deine lebendige Gegenwart. Christus, höre uns. Zeige gerade denen deine lebendige Gegenwart, die immer noch am leeren Grab hängen und irgendwelche Beweise in der Vergangenheit suchen. Christus, höre uns.
Richte unseren Blick zum Himmel, wie Paulus schreibt, weil dieser Ort und Zustand längst existiert, auf den wir alle zugehen. Christus, höre uns. Wir bitten für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Gib ihnen den Mut, die Sehnsucht nicht zu unterdrücken, damit sie offen werden für die kommende Begegnung, wie du Maria begegnet bist. Christus, höre uns. Und ähnlich bitten wir auch für uns selbst an Ostern. Lass uns die persönliche Begegnung mit dir suchen, weil du darauf wartest, dass wir uns zu dir hinwenden. Christus, höre uns. Hineinnehmen in unser Gebet wollen wir auch die österliche Bitte für unsere Verstorbenen. Wende dich ihnen zu, sprich sie mit ihrem Namen an, damit sie dich finden und bei dir bleiben für immer. Christus, höre uns. Denn es ist wahr, in der persönlichen Begegnung bist du als der Lebendige zu finden. Wir danken dir für diese unübertreffbare Botschaft des ewigen Lebens, durch dich, unseren Bruder und Herrn. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das dich deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch jener, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurden, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus der Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Frau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Pankratius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversichtlich das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lass uns Festmahl halten in Freude. Halleluja. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre uns, beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nehmen Sie gerade einen Augenblick noch Platz. Einige kurze Ansagen. Wir laden sehr herzlich ein, heute Nachmittag um 17 Uhr zur feierlichen Osterfestbe hier in der Kirche. Die Kinderandacht, Osterandacht für die Kinder, die morgen am Ostermontag um 17 Uhr stattfindet, geht nicht in Präsenz, also nur digital. Die Zugangslinks finden Sie auf der Homepage. Dann zum Frauenabend unserer Zeit wird eingeladen am Mittwoch, den 7. April um 19.30 Uhr, auch virtuell, Anmeldung über die Adresse auf der Gemeinde-Homepage. Dann aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Katharina Breidecker aus dem Kelderweg. Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Liebe Schwestern und Brüder in der Kirche, gibt es eine uralte Tradition, das österliche Lachen. Bischöfe erzählen in ihren Kathedralen nach dem Pontifikalamt heute Morgen einen Osterwitz. Äbte tun es auch in ihren Klöstern, Äbtissinnen ebenso. Und alle, die dabei sind, lachen, weil der Witz gut war oder weil sie gezwungenermaßen lachen müssen. Ich möchte Ihnen einen ganz kleinen Osterwitz auch in dieser Corona-Zeit mitgeben, damit Sie einmal lachen können, obwohl Sie nicht Halleluja singen dürften. Lachen geht immer. Mit den Küstern ist es manchmal so ein Problem. Küster sind schon manchmal gewöhnungsbedürftig. Ein Pfarrer hat einmal einem Küster gesagt, am nächsten Sonntag bin ich nicht da, da kommt ein Vertretungspriester zur Messe und du hältst die Vermeldungen. Da sagt der Küster, das kann ich gerne machen, was soll ich denn sagen? Sagt der Pfarrer, es ist ganz einfach, es sind nur ganz wenige Sachen. Erstens, am Freitag ist das Fest Peter und Paul. Am Samstag ist eine Hochzeit. Am Sonntag ist die Kollekte für den Heiligen Vater. Und dann ist eine Handtasche in der Kirche hängen geblieben, die kann in der Sakristei abgeholt werden. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Der Küster sagt, das brauche ich mir nicht aufzuschreiben, das ist ganz leicht und geht also am Sonntag raus vor der vollen Gemeinde, sieht die vielen Gesichter und kriegt einen Schreck, sodass er alles durcheinander bringt, was er sagen soll und sagt Folgendes. Es ist noch Folgendes zu vermelden, am Samstag ist die Hochzeit von Peter und Paul, dann am Sonntag ist die Kollekte für den Heiligen Vater, sein Handtasch hängt schon in der Sakristei. Der Herr sei mit euch. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja. Die Kinder können etwas vor der Sakristei kriegen. Einen schönen Tag und eine schöne Osterfeier wünsche ich Ihnen allen.